Was soll das? Wozu brauchen wir eine Besprechung? Die sollen sich um ihre eigenen Geschäfte kümmern. In der Besprechung geht's um unser Überleben. Das ist Paul Vitti. Geht's dir gut? Hab mich noch nie besser gefühlt. Ein Mafia-Boss mit einem Problem. Ja, das ist der Stress. Ich würde sagen, Sie haben eine Panikattacke erlitten. Du musst mir einen Arzt suchen, so einen Seelendoktor. Dr. Sobol? Sie können hier nicht einfach so reinplatzen. Dieser Raum ist nur für Patienten. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Nein, tun Sie nicht. Okay. Haben Sie mein Bild in der Zeitung gesehen? Ja. Nein, haben Sie nicht. Er hat Probleme. Gut, und? Sie sind mein Psychiater. Das Wort Nein hören Sie wohl nicht sehr oft, was? Ich höre es dauernd, aber mehr so wie Nein, bitte, nein, nein. You've got an accent to eight. Verstehen Sie das? In meiner Welt habe ich es mit Tieren zu tun, klar? Willst du mir als Dick wieder begegnen? Weg von dem Wagen! Was ist das Ziel der Therapie? Ein glücklicher, angepasster Gangster zu werden? Ich bin sehr wütend und ich erwarte von dir eine Verhaltensmodifikation. Schlag mal im Wörterbuch Verhaltensmodifikation nach. Wenn ich wütend bin, lasse ich es an einem Kissen aus. Versuchen Sie es, geben Sie es ihm. Geht's besser? Ja, viel. Warner Brothers präsentiert Robert De Niro. Ich habe ihn gestern Abend nicht hochgekriegt. Meinen Sie sexuell? Nein, meinen Fuß beim Tarantella-Tanzen. Natürlich sexuell. Billy Crystal. Ich vertrete Mr. Paul Vitti als ein Consigliere. Consigliere. Willst du dir noch eine fangen? Und Lisa Kudrow. Meine Hochzeit ist verdorben und Sie haben Probleme? In der Geschichte eines Gangsters, dem das Töten schwerfällt, und des Psychiaters, der ihn heilen soll. Dieser Seelenklempner muss weg. Er weiß schon viel zu viel. Schon gut. Ich wollte Sie eigentlich nicht umlegen. Paul. Schön, ich wollte Sie umlegen, aber ich hatte einen echten Konflikt deswegen. Reine Nervensache. Oh, Sie sind echt spitze in Ihrem Job. Gar nicht. Doch, bestimmt. Doch. Glauben Sie mir.